Seid gegrüßt, liebe Freunde! Ich heiße euch willkommen auf meinem Kanal Alisa Sweet Dreams. Heute zeige ich euch, wie man so eine Motivtorte mit dem Thema Cars machen könnte. Ich denke, insbesondere Jungs würden sich sehr über so eine Torte freuen. Es soll eine Schokoladentorte werden und diese wird mit einer leckeren Milka-Schokoladen-Ganache-Creme gefüllt. Für die Füllung nehme ich 400 ml Sahne und 400 Gramm Milka-Schokolade-Vollmilch. Zuerst wird die Sahne aufgekocht, dann nimmt man es vom Feuer und gibt die Schokolade hinein. Die Schokolade muss komplett in die Sahne getaucht werden, weil sie so schneller schmilzt. Dann muss so lange gerührt werden, bis die komplette Schokolade sich in der Sahne aufgelöst hat. Dann wird die fertige Ganache-Creme mit einer Frischhaltefolie abgedeckt, damit sie beim Abkühlen keine Haut obendrauf bildet. Hier habe ich meinen Schokobiskuit gebacken, der meiner Meinung nach hervorragend zu Ganache-Cremes passt. Das Rezept habe ich euch bereits gegeben gehabt, als ich die Snickers-Torte gemacht habe. Das werde ich euch unten in der Infobox nochmal hinterlassen und natürlich auch den Link zum Video dazu. Dank seiner Grobporigkeit kann dieser Biskuit sich mit der Ganache-Creme vollsaugen, dass er am Ende schön saftig ist. Ich fülle die Torte mit Hilfe eines Ringes und einer Acetatfolie, aber es geht natürlich auch ohne. Nach dem Füllen wandert die Torte nochmal in den Kühlschrank, bevor sie bestrichen werden kann. Eine halbe Stunde wäre von Vorteil. Passend dazu wird die Torte mit einer Ganache-Creme bestrichen. Auch das Rezept habe ich euch bereits gegeben und hinterlasse es in der Infobox, genauso wie den Link zum Video. Nach einer Kühlpause auf ca. 30 Minuten wird die bestrichene Torte mit weißem Fondant überzogen. Die Geburtstagszahl 3, welche auch die Straße darstellen soll, sollte man am besten einen Tag vorher vorbereiten, damit sie Zeit zum Trocknen hat. So kann sie anschließend Platz auf der Torte finden, ohne dass sie an den Seiten abknickt. Sie wird nun mit Hilfe eines Zuckerklebers auf die Torte angebracht. Und mit Hilfe eines Extruders bereite ich einen Strang zu, mit dem ich die drei quasi umwickele. Zum Befestigen wird wieder der Zuckerkleber genommen. Jetzt wird das Namensschild gebastelt.
Die Seiten der Torte werden mit schwarzen Quadraten verziert. Und zur Deko werden zusätzlich noch einige Räder hergestellt. Nachdem das gewünschte Spielzeug auf die Torte angebracht worden ist, wird die Torte zusätzlich mit essbarem Moos verschönert. Den Link zum Video hinterlasse ich euch ebenfalls in der Infobox. Und schon ist die Torte fertig und ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert mich kostenlos, wenn ihr noch weitere Videos von mir sehen wollt. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen!